So. Schreiben wir einfach mal Hi. Ja, liebe Leute, damit wieder Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD auf Twitch. Ja, es geht weiter. Man glaubt es schon fast nicht. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut oder zu leise. Naja, ist halt immer schwer. Sehr komisch für mich, ne? Ich habe jetzt heute ein bisschen weitergespielt. Also als Let's Play, ne? Und jetzt wieder als Livestream weiterzumachen, naja. Ich schreibe mal noch kurz auf Discord, dass ich live bin. Ich hoffe, öffne es nicht auf der falschen Seite. Genau so. Bin... So. Manche kriegen sehr mit, dass ich live bin auf Twitch, manche eben auch nicht. Das ist immer so. Hin und her ist er. Steuerung wieder hier. Ja, das war ja A, genau. Und schwingen mit dem rechten Analogstick, das ist immer noch ungewohnt. Weil ich das halt eigentlich gewohnt bin, dass man das dann mit dem linken eher macht. Aber ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht nachgeschaut wegen der Steuerung. Was? Ich glaube, man könnte sie eben auch vertauschen. Bewegungssteuerung habe ich noch gesehen. Hm. Nee, anscheinend nicht. Naja, dann. Wer ist denn das? Ja gut, eigentlich weiß ich es schon. Tief im Innern. Nee, tief im Wald. Tief im Innern des Waldes wollte ich sagen. Naja, wäre ja auch nicht komplett falsch. Was ich übertrieben finde, ist in dem Spiel, man wird immer vollgelabert von Pfeil. Manchmal hört man übrigens den Controller, dann mache ich halt diese Attacke hier, ne? Oh, Fangstoß, oh. Dass wir erst so schnell wie möglich nach oben und nach unten schlagen. So. Entweder schießen wir mit RZ oder mit A. Ja. Hat jetzt keine Dinge für uns. Ach doch, hier. Hä, hey, ich hab's bekommen, aber... Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es bekommen habe. Ich glaube, ich habe es nicht mehr bekommen. Man hätte Honig bekommen können von denen. Irgendwie ist das extrem laut. Naja. So, hier muss man dasselbe machen, leider. Ich finde das so blöd, wenn man nur kurz drückt... Dann kann man ein Item auswählen. Hier machen wenigstens die Bienen, was sie sollten. Weil ich hatte heute im Let's Play, also echt, die Bienen sind da also zwar runter, aber einer ist noch auf mich los. Ah ja, wenn du mitkommen willst, naja, dann machst du das halt eben. Und bye bye. Ich finde das mit dem
linken Balancieren einfacher. Dem linken Analogstick. Sonst muss man ja immer mit diesen Dingern irgendwie. Ah, stimmt. Das habe ich heute gerade, glaube ich, nicht mehr gemacht. Oder habe ich das gemacht? Glaube ich gar nicht. Im Let's Play übersehe ich manchmal auch noch Dinge. Was ich im Stream dann wieder sehe. Naja, eigentlich ist es eh ein Witz. Weil wir hier mit den Statuen hin können wieder. Aber ja. Ah. Habe ich das Schild überhaupt noch nicht verbraucht. Im Let's Play ist es bei mir schon wieder fast kaputt. Naja. Der hätte jetzt überhaupt nicht runterspringen sollen. Du hättest jetzt da hoch sollen. Ja, ja, fallen lassen. Am besten lassen wir uns jetzt noch fallen, ja. Ich habe heute übrigens noch geschaut, wer dann alles das streamt, das Spiel. Naja, um die Uhrzeit, wo ich geschaut habe, waren englische Leute, japanische Leute. Ah ja. Na gut, was? Wir lassen ihn auch noch da drauf. Kommst du? Jawohl. Kann ich auch rückwärts schneller? Anscheinend schon. Die Musik kann man nicht lauter einstellen, oder? Ja, irgendwie nicht. Ich mag Spiele nicht, wo man Lautstärken nicht umschalten kann, meine ich. So, zum Glück wird das uns nicht wieder erklärt. Wir könnten theoretisch hier speichern, aber ehrlich gesagt müssen wir das gar nicht. So. Ah ja. Dem linken. Ich finde, es gibt hier irgendwie viel zu wenig Einstellungsmöglichkeiten in dem Spiel. Was ich schon mal schade finde. So, die Pflanze hier, also. Die kann sich die ganze Zeit entweder nach oben oder nach unten. Ja, genau. Jetzt gerade nicht getroffen hat. So, gut. Machen wir es halt so. Wieso steht jetzt, dass ich keinen Zuschauer mehr habe? Du hast ein Glitter. Nee, Glipper erhalten. Nicht besonders. Was? Nicht besonders hübsch, aber für ein. Vielzahl von Dingen verwendbar. Okay. Na, wahrscheinlich gab es einen kurzen Unterbruch. Habe ich auch schon gestern bei YouTube gemerkt. Da hat er gesagt, oh, unstabil, ich weiß auch nicht was. Da kann ich aber echt nichts dafür. Manchmal werden anscheinend die Daten nicht so ganz übertragen. Roter Rubin, ne? So. Reden wir hier mal mit dem Grun. Hey, da bist du ja wieder. Schön, dich zu sehen. Du kommst mir gerade recht. Sieh mal, an diesem Ort habe ich Teile der alten Schrift entdeckt. Das hier. Es heißt, dass die Göttin diesen Stein für einen Helden hier zurückgelassen hat. Ich nenne sie Artefakte der Göttin. Ein Name wie in Stein gemeißelt, findest du nicht auch? Den alten Schriften zufolge? Ihnen zufolge muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen und den Herr des Schwertes zu stärken. Du hast doch ein Schwert. Dann hilf mir bitte, das Rätsel dieses Artefakts zu lösen. Du willst doch ein Held sein, oder? Ja.
Das wollte ich hören. Dieses Artefakt besteht aus einem Metall, das ich so noch nie gesehen habe. Es ist völlig unempfindlich gegen Schläge. Ich frage mich, was die alten Schriften mit dem Strahl des himmlischen Schwertes meinen. Fällt dir dazu etwas ein? So, wenn wir weglaufen jetzt, sagt er. Nicht so schnell, Kleiner! Das Rätsel des Artefakts der Göttin will gelöst werden. Dann kannst du nicht einfach weglaufen. Denk doch mal an die Wissenschaft. Naja, wir wissen ja eigentlich, was wir zu tun haben. Und zwar müssen wir das Schwert aufladen und draufschlagen. Außerdem haben wir ja schon früher eins von denen gesehen, falls es euch aufgefallen ist. Wow, das Artefakt ist in den Himmel gestiegen. Die Kraft deines Schwertes scheint das bewegt zu haben. Wohin es wohl verschwunden ist, das Rätsel ist gar noch rätselhafter geworden. Den alten Schriften zufolge sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land verstreut. Du solltest sie also auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was man damit bekommen wird. Aber ja, wir machen mal diese Abkürzung hier. Ich gehe mal davon aus, dass oben beim Himmels Hort war es? Oder dort, wo wir halt mit dem roten Vogel herumfliegen können, irgendwelche Dinge erscheinen. War das, glaube ich. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie fertig gezockt. Auf der Wii damals jedenfalls. Ich habe es nur als Let's Play gesehen. Ja. Gut, wir speichern hier mal. So. Im dritten Spielstand hier. Stimmt, wir haben ja ein bisschen von dem Ding gebraucht. So, ich muss mir ja immer überlegen, linke oder rechte Analogstick. Weil manchmal ist das alte andere. Irgendwas ist doch hier runtergefallen. Ja, genau. So, auf der anderen Seite gibt es noch was zu lesen. Das weiß ich jedenfalls schon. Herzen haben wir voll. Die Dinger können wir noch kaputt machen. Genau. Die Dinger können wir nämlich gut gebrauchen. So. Etwas, was mir nicht wirklich viel bringt, aber der vom Himmel herabstieg, schaut in den Himmel und durchschießt den Stern, den Vogelschwingen im Weißen. Keine Ahnung, was das genau so bedeuten hat, aber ja. So. Ich stand übrigens vor der Türe und dachte mal, wie kriege ich die auf? Diese Türe ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Ich dachte, ich müsste eben mit diesen Artefakten was machen. Ist definitiv nicht der Fall. Ihr nehmt das Ding und hier oben ist ein Schalter. Naja. Ganz easy eigentlich. Ist doch so, oder nicht? Und die Türe werden geöffnet. Und wir können in einen dunklen, dunklen Ort hinein. Tempel des Himmelsblicks. Nein. Gebiete, ich nehme in diesem Tempel die Aura vieler Kreaturen wahr. Daher kann ich Zeldas Aura nicht isolieren. Somit ist die Aurasuche momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst, um dir einen Überblick zu verschaffen. Ja, sie wollen uns einfach sagen, hier ist es nicht möglich. Theoretisch kann man hier auch speichern, was ich übrigens im Let's Play auch gemacht habe, weil ich hier aufgehört habe. Ihr seht es da schon. Naja. Das heißt, wir haben das Let's Play wieder aufgeholt
auch wenn das eh erst später kommt, ne? Ich bringe ja pro Tag einfach ein Pad. So, jetzt kommt was Schönes. Und zwar haben die das eigentlich sehr gut gemacht. Gut, ich kann es euch auch zeigen. Man kann hier sich fest verhaken. Also das finde ich sehr gut gemacht, ne? Ja. Okay, das war nur Demonstrationszwecken. Und da natürlich, um weiterzukommen, wir hier auch ein bisschen den Durchgang machen. Kommt man hier eigentlich noch wirklich noch nicht weiter? Okay. Ja, weil man nicht genügend hochkommt und dann nicht hochklettern kann, beziehungsweise kann man schon, aber... Ja, gut. Wo Spinnennetze sind, da sind doch immer gerne Spinnen, ne? Oh, hier kann man Rubinen bekommen. Na gut. Aua. Ich glaube, ich muss ihn kurz betäuben. Beziehungsweise kann ich da eigentlich schon öffnen. Ich glaube, es gibt da auch nicht wirklich was Spezielles noch. Aber man weiß ja nie, was der eingibt. Hey. Wegstecken. Ja. Das ist halt schon komisch. In dem Spiel macht man das meiste mit der A und B und... ja, das wird ja wieder lustig mit diesen Türen, ich kann euch schon sagen. Ja, zum ersten Mal da ist, denkt man sich so, ja, dieses Ding in die Hand nehmen. Dann merkt man, aber das Auge geht wieder zu. Jetzt geht's auf. Also im Prinzip müsst ihr einfach das in die Hand nehmen und kreisförmig hier machen. Ich sage euch, auf der Wii war das sowas von anstrengend, weil... Ich konnte nicht mal so die Kreise machen, sondern irgendwie nur, bei mir hat das immer so komisch ausgesehen. Weil wenn man zu schnell macht, schlägt man ja. Ne? Aber man sollte schöne Kreise machen. Und schöne Kreise machen, das ist auf der Wii, also mit dieser Wii-Steuerung von mir her gesehen überhaupt nicht möglich. Was? Da geht's sogar auf die Dinger los? Wusste ich nicht mal. Hm. Oh, nice. So. Falls irgendein Fehler passieren sollte, wovon ich nicht ausgehe. Übrigens gab es noch kein Update zu dem Spiel, was ich sehr interessant finde. Also mir ist jedenfalls nicht aufgefallen, dass es ein Update gegeben hat. Weil normalerweise bei neuen Spielen, naja gut, das ist ein Remake und so, gibt es ja immer Updates und so. Es waren nur drei, okay, gut. Hey! Rubinen hätte ich dann schon gerne. Das ist ja normalerweise so. Bei neuen Spielen gibt es leider immer Updates. Bei dem hier noch nicht. Übrigens, das ist genau die Abkürzung. Ne? So. Eine Türe, die ist verschlossen. Die andere Türe hier, braucht man den Schalter aktivieren. Und die vordere Türe, da braucht man einen Schlüssel. Ja, ich habe das halt kürzlich gespielt auf der Wii damals. Naja, eben eigentlich auch, um den Vergleich zu machen von dem Spiel. Lustig ist übrigens, an dem Ort kann man manche Dinge erst später sammeln.
Weil, ich sag's schon jetzt einfach, das ist ja eh ein Stream. Also was heißt ein UN-Stream? Es gibt Dinge, die nachher unter Wasser gesetzt sind. Dafür könnten wir hier unten zum Beispiel irgendwelche Items bekommen. Aber wir können noch nicht tauchen. Also ist es uns auch nicht möglich, diese aufzunehmen. Und ich dachte immer, dass ich einen Fehler mache, deswegen. Naja. Habe ich aber nie gemacht. So. Ich frage mich, wie die das mit den Spinnen hier gemacht haben. Ja. Man muss sie zum Drehen bringen und dann zustechen, ne? Aua. Naja. Stimmt, man kann es ja echt anvisieren. Dieser Pfeil sieht so komisch aus, finde ich. Der gerade über dem Gegner da war. Ah, wie gesagt, ich drücke entweder B oder A. Also. So, auf der Wii-Version hatte ich das Problem, ich hatte zu wenig Schuss am Schluss, was sich gerade reimt. Naja, wir lesen mal was. Die Türe der Kammer zum linken und zur rechten trifft Juwelen einmal oben, einmal unten. Ich sag euch, wenn ihr zum ersten Mal hier seid, denkt ihr so, ja, wie kommt ihr da rüber? Das Ding ist doch im Weg und ihr könnt da nicht drüber springen. Und das ist definitiv der Fall, also das müsst ihr auch nicht versuchen. Es gibt nämlich hier ein sehr guter Ort, um durchzukommen. Aber auf den kommt man halt erst später, erst wenn man sich wirklich umschaut. Und hier will ich mal schauen. Genau, immer schauen, dass man zuerst diese Dinger bekommt. Weil einem das echt mehr bringt. Nicht, dass man zu wenig Schuss hat. Weil das ist das Dümmste, was hier wirklich passieren kann, dass man zu wenig Schuss hat. So, das Wasser wurde erhöht. Gibt es hier eine Sache, und zwar könnte man hier was pflanzen, aber das ist nicht möglich. Also wir können das, so viel ich weiß, noch nicht machen. Ich werde mal nachschauen, ob das wirklich der Fall ist. So, eben wie gesagt, die meisten wollen jetzt hier rüberspringen und ihr werdet einfach merken, das geht nicht. Also entweder wird er nicht springen, was er jetzt auch gerade zum Beispiel gemacht hat, oder naja. Aber ich glaube, man kann hier später untertauchen. Sobald man weiß, wie man tauchen kann, sollte das eigentlich gehen. Soviel ich das weiß. Naja. Jedenfalls, hier können wir gerade nichts mehr machen. Daher müssen wir diese Türe wieder öffnen. Ich finde immer sehr lustig, wie er diese Türe aufmacht. So, hier habe ich extrem lang gesucht. Ich dachte so, ja, ich müsste irgendwie da rüber springen können oder auf die Seite oder ich weiß auch nicht was. Dabei, die Lösung ist übrigens so easy. Ihr schwimmt einfach hier herum. So, das habe ich schon gemeint hier. Zum Beispiel den Rubin, wo hier aufgetaucht ist. Oder unter manchen Stämmen sollte es eigentlich theoretisch ein Item geben. Ja, wobei jetzt gerade irgendwie noch nicht. Egal. Auf der Wii-Version gab es das jedenfalls. Man muss jedenfalls zu dem Schalter. Ja gut, so fest draufschlagen, wie ich das gerade gemacht habe, muss man nicht, aber ja. Das ist immer lustig, ne? Wenn man... Wenn man kurz ins Wasser springt, ne, wird einem angezeigt, dass man theoretisch diesen Ding machen könnte. So, jetzt können wir... Ist das richtige Türe? Ja. Sieht man oben wegen dem Ding. Dem Schalter da.
Ah, okay, ja. Es bringt jetzt nicht wirklich viel, die anzugreifen hier. Kann ich davon beide treffen? Jawohl. Theoretisch könnte man die Tiere ignorieren. Ja gut, ich glaube, ich mache das sogar. Also nicht, dass ich beide wirklich ignoriere, sondern einfach, dass ich sie schon mal töte dann. Ah. Dieses TikTok. TikTok. Das klingt jedenfalls für mich immer so. Naja. Finde ich aber sehr interessant gemacht. Ehrlich gesagt, mit den Spinnennetzen. Ich meine, da muss hier wirklich jeder Punkt, wo man hineingehen kann, muss da irgendwas sein. Ah, diese Tafel habe ich ehrlich gesagt noch nie gelesen. Trifft die Juwelen, die auf der Karte mit X markiert sind, finde die Karte in dem zentralen Kammer. Ach so, das sind einfach ein bisschen Hinweise. Naja, brauche ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Eine Truhe. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Ich habe das Gefühl, die haben die ein bisschen besser gemacht. Sie weist dich außerdem auf Schatztruhen hin. Behalte sie deshalb gut im Auge. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast nun eine Karte dieses Gebiet erhalten. Rufe sie mit Minus auf. Darauf wird dir gezeigt, wo sich Türen und Schatztruhen befinden und ob die geöffneten Türen versperrt oder ungeöffnet sind. Symbole mit X markiert eben genannte Stellen. Ich weiß dich jedoch darauf hin, dass du an diesen Ort wie dieser keine Lichtsignale setzen kannst. Ja, ist auch klar. Man wird das ja eh nicht sehen. Ja, die wollen, dass man halt Minus drückt. Aber ich habe das Gefühl, die haben eben die Karte ein bisschen angepasst. Vor allem ist das Zoomen anders. Ah, hier zum Beispiel die Steuertouren werden auch markiert. Wurde das schon das letzte Mal? Ich weiß gar nicht. Ah, hier zum Beispiel die Truhe, ob man sie schon geöffnet hat oder nicht. Ja gut, die Türen werden noch nicht wirklich angezeigt, ob sie geöffnet sind oder nicht. Zeldas Aura. Ja, jetzt weiß sie wieder, dass sie Herr Zeldas Aura ist, oder was? Ja, klar. Naja, wir sind jedenfalls wieder in dem großen Raum hier. Und können von hier aus ich weiß gar nicht mehr, was wir von hier aus machen mussten. Wir müssen nämlich eigentlich den Wasserstand nochmal erhöhen. Weil wir müssten nämlich theoretisch darüber. Das ist also rauf.
Ach so, jetzt sehe ich es doch. Ich habe vergessen, da auf das Ding zu schießen. Na, war kurz, ist das auch auf der Marke. Auf der Karte markiert. Hier ist ein X markiert. Wir können echt rauszoomen. Es ist zwar als X markiert, aber nicht wirklich, dass wir davon irgendwas sehen. Ah ja, ein kleiner Fehler. Kann mal passieren, oder? Kleiner Überlegungsfehler. Aber ich mag solche Spiele. Man muss sich umschauen, ne? Wie ich schon immer gesagt habe. Ich glaube, das war auch in Ratchet & Clank Nexus so, der Fall, wo ich gesagt habe, ey, man muss sich immer schön umschauen. Ja. Beziehungsweise auch in Banjo-Kazooie. Alles solche Spiele, sich umschauen muss, finde ich gut. Ja gut, Zelda ist sowieso für das bekannt, ne? Die Pflanzen sind einfach so komisch. So. Ein Herz brauchen wir aber eigentlich gar nicht, oder? So. Du hast mir hier noch eine Truhe. Ach ja, wieder das Augenspiel hier. Ach, das gibt's auch nicht. Schwingt doch nicht die ganze Zeit hier. Soll, weil wir das Dungeon-Item noch nicht haben, ist es noch nicht so leicht. So. So, hier sind es zwei Augen. Man muss sich einfach so positionieren, dass beide offen sind. Und dann hier. Ja, ist einfach viel leichter. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich meine Sensor immer falsch justiert gehabt, aber auf der Wii finde ich das so kompliziert. Weil entweder habe ich geschlagen immer, oder ich konnte diese Kreise nicht schön drehen. Also es ist nicht so, dass es nicht funktioniert. So, wir haben den kleinen Schlüssel erhalten. Ah, dieser kann nur einmal verwendet werden. Habe ich gerade noch gelesen. Jetzt könnten wir theoretisch hier nochmal zurück. Oder wir gehen einfach hier nochmal durch. So. Diese Blätter sehen einfach hier, ich weiß auch nicht. Eben wie gesagt, das Ganze sieht halt einfach wie technisch mehr oder weniger ähnlich aus. Den Rubin könnten wir theoretisch runterholen. Naja. Dafür wäre aber das Dungeon-Item besser. Und übrigens kriegt man hier ein sehr interessantes, was man noch bisher in keinem The Legend of Zelda bekommen hat, soviel ich weiß. Naja. So, ich würde vorschlagen, wir töten hier mal die Spinnen. Auch wenn man die auf eine andere Art und Weise töten könnte. So, und die anderen Gegner hier. Kann ihn eigentlich auch antäuschen. Sprung oben, der macht's eigentlich gut. So, ich wollte die Spinne eigentlich erledigen. Komm runter. Nice. Ich kann mir vorstellen, was der Domtendo wieder zu den Spinnen sagt.
Ich habe bei ihm eben das Let's Play damals geschaut. Ich fand es übrigens eines der besten, schön aussehendsten Zeldas überhaupt. Jetzt muss ich sagen, von der Grafik her, naja, ist das halt nicht so unbedingt das Beste mehr, aber egal. Aber ich meine, das war die Wii-Zeit damals, als ich es geschaut habe. Okay, hier noch ein Herzteil, ne? Das werden wir kriegen. Wir haben ein Problem. Mit dem Ding können wir dann speichern. So, wo war der Schalter? Hier. Und ich mich wundere, wie die Steuerung dann von diesem Item ist. So, übrigens, wer das Ganze halt als Dead Space sehen will, in... Naja, ich sag mal, am besten eine schönere Grafik ohne den Hund unten. Der kann das gerne auf YouTube machen. So, Skelettkampf. Aua. Der uns gerade zwei Herzen abgezogen. Der zieht halt echt viele Herzen ab. Kann ich keine Rolle... doch, ich... Nee, ich kann keine Rolle vollführen. Weil um eine Rolle zu vollführen, müsste ich hier... Das Lustige ist eben, um eine Rolle zu vollführen... Wow. Ich stehe im Weg. Gut gemacht, Nintendo. Um eine Rolle zu vollführen, muss ich ja rennen und dann kann ich so. Aber in den meisten Legend of Zelda kannst du ja ausweichen, aber das geht hier nicht, weil man in dem Ding hier das Schild in die Hand nimmt, ne? Diese Pilze sind einfach so komisch. Naja, wir nehmen mal das Item. Sonst kommen wir eh nicht raus. Du hast den Käfer erhalten. Käfer? Dieses Käfer-Artefakt fliegt auf magische Weise durch die Lüfte. Bewege das Fadenkreuz an die gewünschte Stelle und drücke ZR, um den Käfer dorthin zu lassen. Ich habe das soeben gefundene Item analysiert. Seine insektenähnliche Gestalt deutet auf Flugfähigkeit hin. Wenn du es fliegen lässt, solltest du es aus der Entfernung steuern, sowie kleinere Objekte treffen oder mit seinen Altigen zerschneiden können. Drücke ZR, um das Fluggerät zu Abflug bereit zu machen. Drücke nach rechts, um mehr über die Bedienung zu erfahren. Aber seht ihr, wie nervig hier Fei echt ist? Ich meine, die ist nerviger als als Navi, ne? Ah, ich habe das schon ausgerüstet, so. Den linken. Ah. Sehr schön. Ja, ja. Na, ist etwa von der Steuerung so wie die Wii-Version. Die war auch nicht gerade schön. Mit dem Fliegen. Jawohl. Hauptsache, ich habe das Herz geholt. So, ich weiß nicht zu 100%, was man hier alles kriegen kann, aber einiges. Nur das weiß ich, dass man einiges bekommen kann. Ah, da gibt es noch mehr Herzcontainer. Ah, genau. Ach. Falsch geflogen. Man kann die Dinge zerschneiden.
Jetzt mal schauen, ob wir hier auch wirklich nur 300 Dinge aufnehmen können oder mehr. Theoretisch könnte ich fast da runterstehen. Ah! Dieses Leuchtsignal, da wird uns gezeigt, wo wir auch stehen. Ach ja, die. Die haben das auch nachgemacht. Hier doch, war doch noch einer. Genau. So, von hier aus würde ich mal sagen, wären wir noch ganz oben. Ich finde, die Musik passt überhaupt nicht zu dem Ort, irgendwie. So. Du hast ein weiteres Herzteil gefunden mit 4, also ein Herzcontainer oder so. Herzding. Und die fehlen noch 2. Oh ja, eine Fee. Wunderbar. Die brauchen wir ehrlich gesagt noch nicht. So, jetzt würde ich mal sagen, wir fangen hier an. Muss man sich eben orientieren. Aua. Okay, dann gehe ich halt zu dem schnell rüber. Dass man weiß, hey, wo hat man eigentlich angefangen? Und welches Loch ist man schon durchgeflogen? Ah, ist noch ein zweiter? Ihr merkt, ihr könnt auch nicht ewig fliegen. Finde ich auch gut gemacht. Ah. Na, dann versuche ich es halt von der anderen Seite her. Ja, ich meine, ein bisschen Item vor allem hier, also Rubin meine ich. So. Ah, er hat eine schöne Range, weil die auch einsammelt. So. Da verpassen wir eigentlich nichts. Da ist die Fee. Mit dem Ding wollen wir noch nicht drin. Da brauchen wir auch einen Schlüssel. So, dann mal weiter hier. Da müssten wir hergekommen sein. Theoretisch könnte ich auch noch diese Rubinen da holen. Ja, wir können auch nur 300 Rubine tragen, glaube ich. Jedenfalls ist es komplett grün und ich glaube, wir kriegen nicht mehr. Ja, ist so. Nur schauen, ob wir da schon waren oder nicht. Scheint nicht. Da. Gibt's hier noch was? Und dann sind wir theoretisch durch, glaube ich, oder? Ja. Also ich wüsste jedenfalls danach nichts weiteres, das es noch gibt.
Oh. Das haben wir anscheinend schon. Gut, dann machen wir hier mal einen kurzen Save. Hier schon eine Statue steht, ne? Schauen uns kurz noch auf der Karte um. Schatzrohr haben wir geöffnet. Hier ist noch ein X. Das heißt, wieder so ein Ding, ne? Dass wir drauf schießen können. Ah ja, ich weiß auch wieso. Ist für einen Rückweg gedacht. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Beziehungsweise ihr seht es von hier schon. Weil hier... Ja, wir springen runter und ja, von da unten kommen wir eigentlich nicht mehr hoch. Daher haben wir dann hier etwas. Ja, wie gesagt, ich kann es eigentlich schon aktivieren. Das wir jetzt auch machen. Soll eigentlich gehen. Weil es füllt einfach unten das Wasser. Den unteren Bereich. Die Tür geht zu. Wieso? Naja, man sieht es eigentlich hier schon. Ah. Ach. So, jetzt habe ich Sinn bekommen. Ich dachte da ehrlich gesagt an einen anderen Gegner, aber ja. Auch eigentlich kriege ich hier meistens eh nur Rubine. Oder Herzen, naja. Ich brauche beides nicht. Ich finde das halt sehr komisch, dass man mit B rennt, aber mit B auch wieder loslässt, wenn man klettert. Ah ja, den brauchte man ja. Ich dachte nur, das wäre eine weitere blöde Kiste, die man eigentlich gar nicht bräuchte, aber Gegenteil. Diese Spinne vor allem dieses schwere Teil nach oben gebracht hat. Die muss ja Netze haben. Ja, aus ich weiß auch nicht, was sind. Wobei die Wissenschaftler sagen, dass Spinnennetze etwas auch extrem Interessantes ist. Also stabil und so. Klar können wir es kaputt machen und so. Aber das liegt einfach daran, dass sie halt auch klein sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man ganz nah musste. Ne, muss man eben nicht. Sich noch einen zurückziehen, ne? Das sind einfach die komischen Türen. Schlösser, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob die weiter noch an dem Spiel noch vorkommen oder nicht. Aber das, einfach die Idee ist einfach schon lustig, ne? Man kennt es ja schon davon. Du hast einen weiteren kleinen Schlüssel bekommen. Du kannst ihn aber nur einmal einsetzen. Ja, ich weiß auch nicht wieso, aber der Schlüssel ist nachher weg. Der geht wohl durchs Loch durch und ist dann komplett kaputt. Ist wahrscheinlich so alt und verrostet, dass er gerade abbricht. Ja, das nenne ich mal einen Fangstoß. Oh,
Ich hab sie anders besiegt. Nice. Gut, ich kann auch mit Rubin nichts mehr anfangen. So. Kommen wir jetzt unten durch. Nice. Eben diese Musik echt. Ah ja, hier gibt's ja das Beste. Also die erste kann ich besiegen. Komm. So, alle anderen eben nicht. Theoretisch kann ich nach unten gehen, aber es gibt hier eine ganz einfache Sache. Zwar kann ich ja nicht fighten, aber irgendwie gegen. Genau so jetzt. Man denkt sich immer so, wie kann man denn während dem man hier eigentlich fightet, die Dinger schlagen. Naja, egal. Bin ich halt unten gelandet. So. Ich weiß gar nicht, wie man die sonst besiegt. Ach, du musst auch nicht nach oben klettern. Weil mit dem glaube ich nicht, dass man die besiegen kann. Oder doch? Ah! Okay, das geht auch. Gut. Oh, das gibt's doch nicht. Muss ich ehrlich gesagt gar nicht. Theoretisch geht es eben auf die andere Art und Weise, wie ich das gemacht habe. Man kann es jedenfalls hinbekommen. Man muss einfach Glück haben, dass die Dinge einem nicht, wie soll ich sagen, auf einen draufschlagen oder so. So, hier ist ein sehr lustiges Viech. Okay. Controller vibriert wieder. Warum sieht er eigentlich fast so aus, als würde hier noch eine Truhe sein? Hier einfach noch irgendwelche Blätter oder so angezeigt werden. Ah. Aber anscheinend haben wir alle Truhen sonst. Naja, dann. Und hat er was? Ne, hat nichts gegeben. So, da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, oder? Jawohl. Weil den zu schlagen ist ein bisschen nervig, sage ich mal. Oh, das nimmt mich wunder, wie gut dieses Schloss da funktioniert. Ja, werdet es gleich sehen. Zwar meine ich das Schloss da hinten. Naja. Ist das eigentlich? Kann ich den einfach nur betäuben mit ihm, oder? Stimmt, er hat die Angst vor dem Teil. Trennt er deswegen weg. So. Oh.
Ihr merkt schon, ich nutze das Item jetzt mehr als das andere. Was aber damit zu tun hat, dass man hier einfach keinen Schuss verbraucht. Und du kannst auch auf Entfernung schießen. Das ist nur eine Abkürzung hier. Ich mach die Teile nur schon mal runter. Auf der Wii-Version hatte ich hier vor allem nachher Probleme. Ich bin zu viel mal runtergefallen. Mal schauen, wie ich mich jetzt hier anstelle. Und mal schauen, ob der auch mitkommt hier wieder. Der ist runtergefallen. Jawohl. Nice. Ich will jetzt klatschen, wenn das geht. Die das gesehen, der ist einfach runtergefallen. So. Truhe öffnen. Ich glaube, es waren zwar auch nur Rubine oder sonst irgendwas. Okay. Ist halt blöd, dass wir schon 300 Rubine haben, aber was soll's. Ich bin schon seit 3 Stunden insgesamt das Spiel. Interessant. Na gut, stimmt. Ich meine, ich hatte ja eigentlich 2 vorhin, ne? Jetzt schon fast 1 Stunde. Gut. So, jetzt Link. Springst du in den Tod oder nicht? Er springt wieder in den Tod. Na jetzt. Ich bin halt echt gewohnt, mit dem linken Analogstick sowas zu machen und nicht mit dem rechten. Naja, wie gesagt, Nintendo macht die Steuerung halt gerne verkehrt. Aber man kann sich auch ein bisschen daran gewöhnen. Ein bisschen. Wie mein Schwert hier die ganze Zeit leuchtet, weil Fei mir irgendwas sagen will. Das meine ich mit runterspringen. Seht ihr? Das Schwert leuchtet. Du musst richtig Anlauf nehmen und dann springen. Ja, ich kann zwar fliegen, aber ich werde dir nicht helfen. Nein. Scherz. Ich finde es schade, dass die Fei nicht so überarbeitet haben, dass sie halt... Theoretisch können wir hier auch ein bisschen weiter runter. Sollte das theoretisch auch gehen. Ich wollte schon sagen, jetzt springe ich da noch zu weit. Truhe sieht doch schön aus, oder? So, mach mal die Truhe hier auf. Du hast den goldenen Schlüssel erhalten. Er ist seltsam geformt und mit dekorativen Muster überzogen. Naja, so dekorativ finde ich den jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob der schon vorhin bei der Wii-Version angezeigt worden ist. Aber ja, das sehe ich dann. Wie gesagt, die habe ich ja auch gespielt und daher ich das eh heraus. Also ich möchte eh die Spiele noch ein bisschen miteinander vergleichen. Auch was zur Steuerung sagen und alles so. Naja, ein Video jedenfalls mal noch machen. So, untersuchen.
Oh, wie viel einfacher das geht hier, jawohl. Also nicht, dass es zu einfach ist, aber es fühlt sich einfach schon mal viel schöner an. Mit dem Drehen hier. Weil auf der linken Seite mache ich das hier, ne? Auf der rechten Seite meine ich. Auf der linken mache ich einfach das hier. Ja. Also im Prinzip muss man es einfach in das exakte Muster machen. Sogar das Einfügen geht anders. Das Gefühl. Naja, dann. Ey, auf die Wii-Version, ich hab da gefummelt und gemacht und getan. Oh, das war einfach eine Katastrophe. Also echt. Naja, ich hab's zwar hinbekommen, aber ja. Ein grelles Licht erscheint. Sieh an, wen haben wir denn da? Ja, das frage ich mich auch. Ich dachte bereits, mein kleiner Wirbelsturm hätte dich in Stücke gerissen. Nicht, dass dies irgendetwas ändern würde, ein Kind wie du. Das Einzige, was mich interessiert, ist Zelda, deren Präsenz ich noch durch diese Tore spüre. Ich habe diese heiligen Göre aus ihrem Wolkenkuckucksheim gerissen, hier herab zu mir und meinen Schergen. Oh, wie unhöflich von mir. Wie es scheint, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Unwürdiger, ich bin der Dunkelfürst, dessen Name das Erdland, ja sogar die ganze Welt in Ehrfurcht erstarren lässt. Girahim. Für dich, was freilich, Fürst Girahim, merk dir da dir meinen Namen, es wird der letzte sein, den du hörst. Doch was ist das? Magst du es, kleiner Wicht, etwas mit mich herauszufordern? Naja. Dann soll das eben so sein. Das Mädchen, es sollte sich doch längst schon in meinen Händen befinden. Doch dann musste dieser schämliche Handlangerin der Göttin auf den Plänen treten und sie mir entreißen. Mein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was für ein Fürst wie ich... Was? Mein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich ob... diese Schmach empfinde? Wut! Fürchterliche, rasende Wut! Mein blaues Blut kocht vor Zorn. Weißt du noch, was es mich momentan lüstet? Nach einem Opfer, nachdem ich meinen Zorn auslassen kann. Oder nachdem ich meinen Zorn auslassen kann? Andererseits gereicht ein Stallbursche wie du, ein Fürst wie mir, nicht zum Gegner. Ich werde dich daher nicht töten. Nein, ich werde dich nur so zurichten, dass du den Rest deines erbärmlichen Lebens an mich denken wirst. Ha. Naja, man kann zu Recht sagen, der hat eine andere Waffe, weil das eben auch so ist. So, er kann sich leider teleportieren, was aber uns nicht wirklich interessiert.
Naja, hier an dem Moment hört man vielleicht manchmal den Controller, ist halt so. Ist eigentlich schon fies, dass er unser Schwert nur mit seiner Hand abwehren kann, ne? Ah, ich treffe ihn irgendwie nicht. Kann man ihn eigentlich betäuben? Er schaut dieses Ding an, als wäre das so gar nichts. Ich wollte nur mal schauen, ob man ihn betäuben kann. Ah. Naja, sobald er in die Nähe der Wand kommt, teleportiert er sich halt weg. Ich machte unter so Schlag eigentlich nie wirklich was aus. Naja, manchmal eben schon. Na, jetzt ist er selber zur Wand gegangen. Ich meine, hier mit dem Controller einfach viel Unsinn machen muss. Man muss ja echt den linken Ding vergewaltigen, das ist ja errichten. Okay, man muss halt ein bisschen Anspielungen machen hier. Jawohl. So, jetzt hat er ein Schwert. Ah, schade. Das könnte man eigentlich blockieren. Ah, schade. Ein halbes Herz hat er mir abgezogen. Ja, gut. Hey, nimm das Herz auf. Ich habe ihn schon wieder in die Ecke gedrängt. Ohne Schild hat man halt hier dann das Problem, dass man das nicht machen kann. Ah. Stimmt, ich hab die Energie verloren hier. So. Oder er trifft nicht mal, das finde ich natürlich schöner. Ja, wunderbar. Ah. Ah, leider trifft er mehr oder weniger immer mit dem Schlag. Ah. Nun, für ein Kind hast du... ganz brauchbar gekämpft, aber bild dir nichts darauf ein. Du solltest lieber dein Schwert danken.
Ich habe mich wohl zu lange hier mit dir abgegeben. Ihre Präsenz schwindet. Hier gibt es nichts mehr für mich. Lebe wohl, Himmelskind. Ich lass dich gehen, aber komm mir kein zweites Mal unter die Augen. Und weg ist er. Und wir kriegen einen Herzcontainer. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. So. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich am Anfang geredet habe, also gesprochen habe. Deswegen habe ich ihn jetzt am Schluss wieder anders gesprochen. Naja. Ich habe mir nicht mal den Namen gemerkt. So, ich muss mal hier kurz was machen. Bin gleich da. Genießen Zwischenzeit mal die Musik. So. Natürlich blinkt unser Ding, ne? Hätte ja nicht anders sein. Fei, wo bist du? Nein. Quelle des Himmelsblicks. Sieht doch schön aus, oder? Hier gibt es sogar Fische drin. Ha! Ich nehme Wunder, was passiert, wenn man hier den Herzcontainer vergisst. So, das wollte ich eigentlich. Okay. Hab 20 Stück davon. So. Gebiete, diese Sprache verwenden die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Höre gut zu. Ja, du hast ja auch eine alte Sprache, ehrlich gesagt. Vor jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Diese heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereitet sich zwei heilige Orte. Die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlandes, liegt in Elding, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, den Göttinnen Auftrag folgen. Ich frage mich, wer das eigentlich Zelda übersetzt hat. Als sie immer wusste, wo sie hin muss. Ach, hier sieht man auch die Vulkane drauf. Du hast die
Bienentafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Ja, man kennt ja das Ding schon. Wir hatten ja schon eine gehabt. Das Lustige ist, sie geht rein und kommt gerade wieder raus. Als hätte sie das nicht sonst geben können, sagen können. Gebiete, wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle im Elding begeben. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar. Ja, das finde ich auch. Endlich mal sagt Fei wirklich das, was ich auch denke. Aber wenn wir die soeben gefundene Steintafel zum Podest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Im Wald gibt es sicher einen Weg zum Wolkenmeer zurückzukehren. Ah, ein Weg zum Wolkenmeer zurückzukehren. Genau. Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Bist du leider nicht. Das ist schade, aber wenigstens scheinst du zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Endlich hat mancher seine Freunde allen wieder gefunden. Vielen Dank, mein Freund. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest, ja? Tief im Wald. Naja, zurück können wir mit dem Ding hier. Natürlich will uns das Fei auch gerade schon mal erklären. Der Witz ist, wieso sollte sie uns das erklären? Also echt. Gut, eins muss man schon sagen. Das Spiel ist halt auch für Kinder gemacht, obwohl die hier... Ich weiß nicht, ob sie gut im Lesen sind. Aber das Problem, was ich halt nicht verstehe... Ne? Ein Typ, wir reden mit einem, der erklärt uns, wie das Ganze geht, wo wir hin müssen oder so. Und zwei Sekunden später erklärt uns Fei nochmal, was sie gesagt haben. Wenn du die in der Welt verstreute Artefakte der Göttin mit deinem Himmelsstrahl triffst, wird die Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Ja, das wollte ich auch schon sagen. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung aufgetreten ist. Naja, hier ist jedenfalls eine Veränderung aufgetreten. Theoretisch können wir mal kurz dorthin. Ich empfehle dir, diesen Ort genauer zu untersuchen. Stimmt, wir können ja hier auch eine Markierung setzen, oder? Da. Ja, da war X. Dort, wo Y ist, ist X. Entweder A oder... die sind nebeneinander. So ein Witz. Hier ist zum Hochsteigen. So was mit den... Oh, mit den Kürbissen zu tun? Nee. Der Kürbissort. Kann ich da nicht abspringen? Ach so, sehr schön. Mit nach unten drücken. So wie man den Vogel auch ruft. Das ist eigentlich das Lustige. Ich gehe mal davon aus, da gibt's Rubine oder sonst was dran. Das ist ein Abenteuertasche vergrößert. Nun kannst du ein weiteres Item mit dir führen.
Ah, das ist natürlich auch schön. Aber das finde ich echt schön gemacht in dem Spiel, dass man halt überall speichern kann, ne? Überall, wo man will. Was passiert eigentlich, wenn man hier einfach raus runterspringt? Das wäre eigentlich auch nochmal interessant zu wissen. So. Ich muss sagen, das Spiel erinnert mich auch ein bisschen an ein anderes Spiel, und zwar... Oh, wie ist der Name nochmal? Das wäre jetzt interessant gewesen zu wissen. Oh ja, Memories of All. Genau, so hieß es. Das sind noch andere. Ah, da steht auch etwas anderes zum Abspringen. Na, ist ja auch egal. Wolkenhort. Statue der Göttin. So, untersuchen. Wahrscheinlich sagt Fall wieder, sie hat eine Änderung der Umgebung gespürt. Gebieter, ich stelle fest, dass sich in nordöstlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat, habe ich doch gesagt. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Naja, was heißt das, sobald ich mich auf die Reise vorbereitet habe? Bomben kann ich da glaube ich noch nicht kaufen oder so. Sonst wüsste ich auch nicht, welche Items. Oh, hier ist jemand. Hey, Cookie, mein Cookie. Wo bist du nur? Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein. Was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Oh, du bist es, Nyx. Kenne ich zwar nicht, aber egal. Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Kugel zufällig gesehen? Wer ist Cookie? Sie ist meine Tochter. Ein kleines, süßes Mädchen von 5 Jahren. Ich bitte dich, Nyx. Bist du nach meiner Tochter Sohn? Ich bin schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätte Cookie zusammen mit eine sehr finstere Gestalt gesehen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wäre von einem fürchterlichen Dämon entführt worden. Was soll ich nur tun? Meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden. Dann bin ich mir ganz sicher. Bitte finde meine kleine Cookie. Ich bin sicher, sie hat furchtbare Angst. Es tut mir leid, nein, ich suche sie. Vielen Dank, ich wusste, dass auf die Schüler der Ritterschule verlassen ist. Ich zähle auf dich. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo die ist. Einfach nur zu rufen, bringt natürlich nicht viel. Oh, er hat endlich die Tür fertig gemacht. Naja, wie gesagt, ich habe halt das Spiel noch nie wirklich komplett durchgespielt. Wie der da einfach ein fliegendes Haus hat. Ach stimmt, das ist doch ein gewisser Shop, ne?
Aber da komme ich noch nicht hoch, glaube ich. Naja, vielleicht kann ich mit dem Vogel da hochfliegen, wer weiß. Oder ist das fliegende Haus wieder weg? Ah, ich gehe mal davon aus, dass es wieder weg, ne? Ja, okay. Brauche ich wahrscheinlich so einen Fanghaken oder sowas in der Richtung. Okay, was hat uns dann Fei zu sagen? Gib wieder. Deine Geldbörse ist bereits voll mit Rubinen. Ich möchte dir darauf hinweisen, dass du keine weiteren Rubinen mehr aufnehmen kannst. Das ist mir nicht aufgefallen. Können wir hier irgendwas reparieren? Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann dir deine Items verbessern und dein Schild reparieren. Also, was soll ich dir Schrauben ansehen? Items verbessern? Mal schauen. Alles klar. Das sind die Items, die ihr für dich verbessern könnt. Okay. Ich frage es nur, was brauchen wir denn? Benötigt. Oh. Ach, ich brauche noch Finsterhalbmonde 2. So witzig. Ey, ich brauche die Dinge und dann muss ich noch Rubinen zahlen. Also echt. Und wie sieht es mit dem Schild aus? Das hätte ich. Verstärkt Holzschild. Abwehrkraft ist erhöht. Jawohl, aber vergiss nicht. Eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Kein Problem. Okay. Alles klar, dann lege ich mal los. Wieso sollte das ein Problem sein, wenn du eine Verbesserung machst? So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Du hast den harten Holzschild erhalten. Er ist immer noch leicht zu handhaben, hält aber mehr aus als sein Vorgänger. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. Oh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Er wirkt ja nicht gerade so begeistert. Irgendwas Besseres hier? Pfeile, Bomben. Irgendeine Tasche. Ihr interessiert euch also für einen kleinen Deko-Tasche? Wenn ihr diese Item in eurer Tasche habt, könnt ihr 10 Deko-Kerne mehr tragen. Aha, wie überhaupt praktisch. Was? Wie überaus praktisch. Das macht 100 Rubine. Natürlich kaufen wir das, wenn wir schon so viele Rubine haben. Okay, jetzt 10 weitere. Ja, ihr seid einfach wundervoll, wer der Herr mein bester Kunde. Ja, ich glaube, ich bin auch der Einzige, aber egal. Oh, da hinten gibt es ja noch ein gutes Schild. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wer der Herr soll euer Schildanzeige zu schnell sinken, bringt euer Schild in die Werkstatt. Hä? Mit gefundenen Schätzen könnt ihr eure Schilds oder andere Items verstärken. Ja. Ihr interessiert euch also für ein Eisenschild. Diesen Schild ist noch robuster als die Variante aus Holz. Ja, hätte ich den vorhin gesehen, hätte ich den nicht unbedingt verbessert, aber egal. Aber dass er uns vorhin gesagt hat, wegen dem Schild, ne? Ach gut, wahrscheinlich, weil wir noch nie bei ihm waren. Kann das sein? Hm, kann sein.
selbst lodernes Feuer in diesem Prachtexemplar hier nicht anhaben. Einzig von Elektroangriffen solltet ihr euch in Acht nehmen. Das macht dann 100 Rubine, ja? Eine größere Tasche wäre gut. Diese Ansicht ist völlig schlecht. Aha, ihr seid ein wertvoller Herr. Mein bester Kunde. Ich verstaue das Item in eurer Tasche, werter Herr. Einige ihrer Item müssen ihr erst ausrüsten. Drückt hierfür R, um eure Tasche zu öffnen und wählt anschließend das gewünschte Item aus. Ja, ich erkläre euch eigentlich alles, was ihr schon wisst, aber ja, das Spiel will es so. Oh, da haben wir RZ. Da haben wir Plus. Okay. Dann haben wir hier aber ja schon voll. Wo war denn das Lager? Es gab doch noch irgendwo ein Lager, oder nicht? Hallöchen, bei mir kannst du deine Items lagern und gelagerte Items wieder an dich nehmen. Möchtest du ein Item lagern? Ja. Also gut, nur zu. Ich will mal den Schild dahin machen. Verkaufen? Nee, ich will es ins Lager packen hier. Ja. Ja, vielen Dank und so. Vielen Dank und so. Hier gibt's eine Truhe? Gebieter Neax. Diese Schatztruhe hat die Göttin einst für den auserwählten Helden hier hinterlassen. Ich vermute, dass die Energie der Artefakte der Göttin diesen Schatztruhe öffnen kann. Setzt die Artefakte der Göttin aus dem Erdland zum Himmel und ihre Energie wird die Truhe öffnen. So kannst du an ihren Inhalt gelangen. Okay. Das ist ein Roboter. Aber der Ding ist kaputt. Schade. Naja, haben wir ja wenigstens die meisten Rubinen ausgegeben. Ich hätte natürlich gerne eine größere Rubinentasche, aber ja. Kann man denn nicht sagen, dass er anhalten soll? Ah, er lässt ein Seil runter. Ich habe zwar jetzt fast keine Rubinen mehr, aber wir wollen das Ding mal anschauen hier. Und man kann sogar oben drauf. Naja, egal. Oh, ich glaube, der hat eine größere Rubinentasche. Ja. Oh, es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg hierher findet. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was ihr Herz begehrt. Sehen Sie sich nur in Ruhe um. Ich glaube, ich brauche 300 Rubinen für die Tasche, aber das könnte sein. An allen Sachen noch. Es wäre nett, wenn Sie nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würden. Ja gut, das kommt halt darauf an, wie teuer das Zeug ist. Das hier ist der Lebenskraftmedaille. Sie entfacht ihre Wirkung schon, wenn sie bloß sie tragen. Wird den Namen schon sagen. Und ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Haha, probieren Sie es einfach selber aus. Ich glaube, man kriegt weniger Schaden. 800 Rubinen, nein, danke. Oh, sehen Sie sich ruhig noch ein weiter um.
Wie viel kostet die? Das hier ist ein überaus praktischer Zusatzgeldbörse. Damit können Sie 300 Rubinen mehr tragen. Ist das nicht großartig? Sie sollten sie doch bestimmt für 100 Rubinen. Oh. Natürlich würde ich sagen, aber. Oh, sehen Sie sich. Ruhe weiter um. Schauen gibt es auch etwas günstigeres. Mit diesem Zusatztasche können Sie ein Item mehr tragen. Damit werden Ihre Reise von. Vielfaches angenehmer. 300 Rubinen. Kostet nur 300 Rubinen. Ja, ich glaube, für mich ist das alles zu teuer. Oh, bitte warten Sie einen Moment. Sie sind ganz schön schwer. Wegen Ihnen muss ich mich Ihre ins Spital treten. Und jetzt wollen Sie gehen, ohne etwas zu kaufen haben? Pah. Na los, sehen Sie sich, dass Sie wegkommen. Ja, ich habe nicht so viel Rubine gerade. Aber eben, der bringt uns natürlich schon was. Oh, ich habe sogar den Käfer bekommen. Du hast einen Wolkenhirschkäfer gefangen. Sehr beliebt bei den Kindern. Wolkenhort. Achtung, kneif gerne mit der Zange. Ja, ist ja klar. Ich finde das eigentlich super, dass man hier halt, wie soll ich sagen, auch Items bekommen kann und damit gewisse Dinge verbessern kann. Ich meine, das ist echt, ja, wie soll ich sagen, eine gute Idee. So, mal schauen. Jawohl. Ich könnte mit ihm noch reden, aber ich finde einfach komisch, dass der Name halt anders am Anfang ist. Taito und dann auch irgendwas. So, ich schau mal. Hier hinten noch irgendwas finde. Was, Zelda? Kann ich suchen? Ah, da ist noch eine kleine Truhe. Jawohl, 20 Rubinen. Wo da unten ist? Ah, ja gut. Krieg ich das noch hin? Hey! Was ehrlich gesagt nicht, wo die Kleine von ihr ist. Wobei, theoretisch auf der anderen Seite könnte die da sein. So, wo ist denn das fliegende Haus wieder? Hier soll sehr schwer sein. Ja gut, ich denke, das ist einfach unser Schwert und unser Schild. Alles andere. Ah ja. Hä? Ah, okay. Du.
Ich will die Tasche. Das ist eine zusätzliche Geldbörse erhalten. Ist eine normale Geldbörse. Voll bietet sie Platz für eine weitere. Plus 300. Thank you! Yeah. Oh, vielen Dank! Das gibt mir Kraft, noch fester ins Pedal zu treten. Steht da? Oh, dieses Schild bedeutet, dass der Artikel ausverkauft ist. Danke für Ihr Laufen meine Geschäfte in letzter Zeit viel besser. Das rechne ich Ihnen noch hoch. So, wie teuer ist denn das Ding? Oh, Sie interessieren sich für das Schmetterlingsnetz. Damit können Sie Insekten einfangen. Das macht Spaß und ist zu dem aus noch sehr nützlich. 50 Rubine. Oh. Nein, danke. Okay, 50 Rubine noch. Muss hier noch ein bisschen Rubine sammeln. Also das Ding können wir auch brauchen, ne? Zum Tiere fangen, die wir ja immer wieder sehen. Ich weiß gar nicht, wem du gehörst. Ich werf dich ins Wasser. Hast du gerne Wasser? Und weg ist sie. Na, irgendwie ist nichts runtergefallen. Jawohl. Ja, das ist also blöd, wenn man Rubine suchen will, dann findet man die nicht. Oh, hier gibt's Gräber. Untersuchen. Ne, bewegen kann ich. Ernsthaft? Das nenne ich ja mal was. Grabsteine und kriegt dafür noch Rubinen. Naja, echt. Ja, wunderbar. Aua, die schießen ja auf uns. Kann ich die angreifen? Okay. Mit R kann ich auch nichts. Ich wollte nur wissen, ob ich die Items einsetzen kann. Kann ich aber anscheinend nicht. Boah. Ah, ich habe wieder Y gedrückt anstatt X. Jawohl.
Ja, wir müssen dorthin. Da gibt es ja auch wieder diese komischen Viecher. Das ist einfach lustig, das gibt uns so Speed. Ja, eben, das erinnert mich an Eier, Memories of Old. So, ich will mal hier landen. Oh, du bist das Nerx. Ich bekomme hier nur einen seltenen Besuch. Wo ist hier? Wer bist du? Wie? Du hast noch nie von mir gehört? Ich war im Wolkenhort als Model tätig. Oder kennst du vielleicht das amitierte Model PK aus den Itemladen? Ich bin hier, ihr Vater. Zu viel Information für dich? Ach, die jungen Leute von heute. Hier ist mein kleines geheimes Refugium, in dem ich meine Schwertkunst trainiere. Einst war ich bekannt als das Model von Wolkenhort. Doch durch den ganzen Stress und meine Tochter habe ich ein paar Pfund zugelegt. Deswegen trainiere ich tagtäglich hier. Bambus zu schneiden hält nämlich wunderbar fit. Wie sieht das aus? Lust auf ein Training? Ja klar, mal schauen, was kriege ich denn dafür? Das wollte ich hören. Lass uns da anfangen. Warte einen Moment. Ich glaube, ich habe etwas vergessen. Richtig. Jetzt weiß ich's wieder. Du musst einfach nur diesen Bambus in kleine Stücke zerhacken. Wollen wir doch mal sehen, wie viel du schaffst, bevor der Bambus umfällt. Je mehr du Stücke du schneidest, umso höher ist die Chance auf einen teuren Preis. Also wie wär's? Was meinst du? Nur 10 Rubine für einen Versuch, okay. Ich muss bezahlen. Ich will von dir blitzschnelle Hiebe sehen. In Ordnung? Okay. Das war ein bisschen zu viel. Dachte, mein Junge, du kannst wieder hochatmen. Du kannst 11-mal geteilt. An deinem Schwertkunst musst du noch arbeiten. Versuche mindestens 15. Folge meinen Raten und konzentriere dich. Sonst wirst du das nicht. Oh, was ist denn das für ein kurzes Schwert? Kaum zu glauben, dass du dich damit zu Wokka geschlagen hast. Ein echt Bambusfäller sollte jedoch schon ein etwas längeres Schwert haben, glaub mir. Damit macht die Sache noch viel mehr Spaß. Komm einfach wieder vorbei, wenn du ein längeres Schwert hast, ja? Als du Lust hast, kannst du kürzen. Jederzeit bei mir vorbei. Und wir versuchen es nochmal. Schneiden. So, blitzschnelle Hiebe und was auch immer. Ach, das gibt... Ah, okay. Wir haben 15 bekommen. Das Problem ist, wenn ich hin und her mache zu schnell, dann macht er eben diesen Seitenhieb. Sagte man, du kannst wieder durchatmen. Du hast den 15 Mal geteilt.
Wahnsinn, du hast deinen eigenen Rekord geschlagen. Glückwunsch. Nicht übel. Ich gebe dir einen Trostpreis. Hier, so 30 Rubine. Versuch's beim nächsten Mal mindestens 20 zu schlagen. Oh, was für ein Blablabla. So, das ist übrigens das andere. Man kann... Das ist eben das Lustige. Hier kriege ich das ohne Probleme hin. Naja gut, wir versuchen es halt nochmal. Ach, der macht viel zu... Der macht viel zu oft nah an den Drehdingen. Ich möchte nochmal. Ah. Ja, so wird das echt nichts. Man kann halt hier nicht zielen, naja. Das Problem ist, wenn... Hier kriege ich das eben hin, ne? Aber das kann man irgendwie... in dem Ding-Modus nicht. Darum macht er leider die ganze Zeit dieses... Naja. Warte, ich habe das ja noch nicht untersucht hier, ne? Ich glaube, das ist einfach eine Truhe. Ah, jetzt wurde auch markiert. Wahrscheinlich haben wir die Truhe aktiviert da hinten. Ne? 50 Rubine, glaube ich, brauchen wir. Mal schauen, wie viel wir da kriegen. Ah. Das B. Mit B verlangsamt. Völlig unsinnig eigentlich. Mit B rennt man, aber hier macht man wieder verlangsamt. Also ich meine, wer hat denn bitte schön diese Steuerung gemacht, ne? Irgendwie unabhängig voneinander? Oder was? Mit B rennen, mit B fallen lassen. Mit E, mit A nach oben fliegen, aber auch wieder... Ja, also echt. Manchmal frage ich mich echt. So, und wie viel Gold? 2.500.007. Am Schluss noch zu 20. Oh! Das nenne ich natürlich was anderes. Herzteil. Ich dachte, Rubine kriegen wir. Juhu! Oh. Ah, okay. Hier wird nicht mal erklärt, dass wir irgendwie von einem geholt werden. Na, wir gehen mal zum Erdland. Das Lustige ist eigentlich schon die Quellen, die hier nie versiegen.
Da hatte ja der Garone recht. Aber auch nur damit. Ich meine, dass hier alles aus Gold oder so ist. Nee, das ist völliger Unsinn. Ist hier vielleicht oben noch irgendwas? Mal schauen, was hier oben gibt. Das ist fies, wir kommen nicht mal da oben an. Ich wollte eigentlich da nach oben, aber nee. Ist die Truhe eigentlich jetzt immer noch geöffnet hier drin, oder nicht? Das nimmt mich halt gerade mal kurz wunder, ob wir hier nochmal rein können, um die Truhen öffnen zu können. Ah, die sind geöffnet. Okay. Na, wäre auch komisch gewesen. Diesen Käfer hätten wir zum Beispiel jetzt einfangen können, hätten wir das Ding. Naja, was soll's. Ich hätte mit den 30 Rubinen abhauen sollen. Als er mir die 30 Rubinen gab. Haben wir hier eigentlich so einen Strahl? Es gab ja im ersten Zelda, wenn man volle Energie hatte, konnte man immer so einen Strahl schießen. Das ist irgendwie hier so der Fall. Wenn man halt das Ding auflädt. Naja, egal. Stimmt, jetzt kann man ja hier eigentlich bis hierhin untersuchen. Aber dass es hier genau so ein Loch gibt, ne? Was für ein Zufall, ne? Die haben wahrscheinlich hier sogar ein Loch gemacht. Wahrscheinlich haben die Bomben gekauft hier im Itemladen. Das ist schon fies, dass man hier nicht landen darf. Ja, was soll's. Oh, es war der rote Strahl, okay. Die wollen es einem halt nicht zu einfach machen. Na, was soll's. Okay. Peter, ich habe dir etwas zu berichten. Dieser Ort ist der Vulkan Eldling. Was? Und ich konnte nicht fertig lesen. Und er sieht sehr aktiv aus. Dieses Gebiet besteht zu 65% aus Lava und ist voller Kreaturen, die sich an das Feuer gewöhnt haben, wahrscheinlich. Ich empfehle, auf Gegenstände aus Holz sowie deinen Kleidung besonders Acht zu geben. Falls du in Brand gerätst, würde ein Rollen oder eine Wirbelattacke das Feuer löschen oder sowas.
Naja, sieht jedenfalls interessant aus. Aber man muss halt schon sagen, wenn man die Texturen hier ansieht. Naja, die Wii wäre halt auch nicht für das bekannt. Gut, wie soll man sagen, Nintendo Switch ist ja leider auch nicht für das bekannt. Das grafisch die beste Auflösung oder so hat. Die haben mich, hätten mich sicher zu Brand geführt hier. Zum Glück habe ich noch das andere Schild gesehen, wo man hier kaufen konnte. Oh ja, hier gibt es wieder Dinge, das man nach oben schicken kann. Wahrscheinlich will sie jetzt schon wieder hinweisen, dasselbe, ne? Halt, halt! Ich lass nicht zu, dass du einen unserer Reviere hier verwüstest. Moment! Herr Ferry, der sieht nicht so aus, als würde er zu den roten Kerlen gehören, oder? Ja, ja, kann schon sein, aber muss er uns so erschrecken? Nichts für ungut, aber in letzter Zeit treiben sich hier unser Revier ganz schön viele ungebetene Gäste herum. Deswegen liegen wir hier auch im Hinterhalt, um erst den Kerl mal ordentlich zu zeigen. Hast du noch vorhin Angst gezittert? Wenn du hier auch nach Schätzen suchst, nimm dich auf jeden Fall vor den roten Kerlen in Acht. Lass ihr mich jetzt durch hier, dankeschön. Fledermäuse, die brennen, das sieht schon mal sehr schön aus. Uhr steigt ja an. Oh, Bombenpflanzen. Die habe ich hier noch nie gesehen. Ick, gehörst du etwa zu diesen roten Kerlen? Rote Kerle? Nein. Du siehst auch anders aus. Ja, du siehst eindeutig anders aus. Ich sehe zwar nicht mehr so gut. Was führt dich denn hierher? Bist du wegen dem Donnerblumen her? Was ist das? Das sind die Donnerblumen. Diese wachsen hier in der Umgebung. Sie sind ziemlich gefährlich. Hebst du ihn doch auf, explodieren sie nach kurzer Zeit. Ja, wenn man weiß, wie man mit ihnen sie einsetzen muss, sind sie toll. Wie mag man nutzen sie auch gerne? Mag man. Okay. Du kannst sie wie Krüge werfen oder rollen. Also schnapp sie dir doch mal und probier es aus. Hier drüben aus. Kann es sein, dass du nicht weißt? Naja, doch. Natürlich weißt du, dass man kann man Objekte hochheben und dann werfen. Oder nach unten rollen. Das ist doch sonderklar. Also ich weiß, wie man sie werft, wenn man sie nach unten rollt. Ups. Ja gut, dann lege ich sie halt ab. ich werde gerade bald explodieren. Ja gut, dann halt nicht. Irgendwie klingt das gerade nicht.
Na gut, dann halt nicht. Ah, jetzt. Hier wird die Steuerung. Aber... Moment, du hast ja gar keine Bombentasche. Oh, Bombentaschen kannst du dann Donnerbomben anstecken. Von uns hat jeder einer. Was? Warum siehst du mich so an? Nein, ich kann dir meine nicht geben. Völlig unmöglich. Man mach hier ein paar Felsen kaputt und sei zufrieden damit. Okay. Können wir das auch kaputt machen? Ah, da kann man sich draufsetzen. Naja. Aber das mit dem Rollen oder Werfen habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ah, hier muss ich das auch noch hinwerfen. Oder rollen, besser gesagt. Wie die Frau abtaucht auch. Was? ZR und? Das Problem ist, ich habe ja keine Zeit, um das zu lesen. Ah, ablegen. Ja, aber dann nehme ich das Schild. Komisch. Also so. Hä? Aber da... Er nimmt immer das Item in die Hand. Okay. Wie war das mit Rollen? Ach so, okay. So. Also nach unten drücken. So. Gut. Na, ah, da gibt's noch mal Rubinen. Nice. Dann gehen wir mal weiter. Ja, wie geschätzt sagt, es ist immer schön, dass es hier Dinge zu speichern gibt. Mein Schild habe ich weggepackt. Ja gut, das ist, weil man halt nur ein Item dann haben kann. Oh, noch ein Fremder, der nicht zu den roten Kerlen gehört. Erst vorhin ist ein seltsam gekleideter Mensch. Woher weißt du, dass wir Menschen sind? In das Loch da geklettert. Du glaubst, das könnte deine Freundin gewesen sein? Lass mich nachdenken. Wie sah denn dieser Mensch noch gleich aus? Hm.
Also er war schwarz gekleidet, aber mehr kann ich dir auch noch nicht sagen. Das war doch nicht unsere Freundin. Was war dieser blöde Dude? Was ist denn das für eine komische Robbe? Aufheben? Kann ich die auch so rollen oder werfen? Aua! Ja, wunderbar. Ach, sobald das mit Feuer in Kontakt kommt. Was ja eigentlich auch klar ist. Anscheinend ist er tot. Ich glaube, wir kriegen noch Schaden, kann das sein? Oh, zum Glück nicht. Da ist doch einer dieser rote Kerle. Ah. Was habt ihr denn jetzt für komische Waffen? Aua. Ja, ich bin tot. Nice. So, wir haben mal den Game Over Screen auch mal gesehen. Möchtest du fortsetzen? Naja, klar. Die Frage ist nur, wo kommen wir denn wieder hin? Ach, bei der Statue, wo wir gespeichert haben. Ja, toll. Ach ja, wenigstens finden wir da noch das Artefakt hier. Das ist die falsche Seite eigentlich. Naja, wobei ich hier schnell speichern könnte. Da oben ist ein Herzteil. Kann ich das mit dem Ding holen? Nein, anscheinend nicht. Oh, ist das Feuerding wieder da? Nee. Schön nicht. Da oben gibt es auch wieder einen Artefakt, was ich gerade gesehen habe. Und hier müssten wir runter, ne? Das Ding müsste sich ein bisschen bewegen, aber gut, jetzt soll's
Oder auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf der Wii gut ging. Ach. Hallo, vorhin hattest du... Ja. Aber hüt das nicht, die Lava-Ding? Okay. Naja. Muss ja nicht alles logisch sein. Kann man sich wenigstens ausruhen? Hier müsste ja das Herzteil gewesen sein, oder? Ah, wenn ich denn rennen würde. Ah, da. Du hast ein Herzteil erhalten, damit hast du einen vollständigen Herzcontainer. Ah ja, stimmt, weil ich... Jetzt ist die Frage, sollen wir da weitergehen oder... Oder auf der anderen Seite? Naja, wir gehen hier mal weiter. Okay. Konnte gerade nicht. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Naja. Ah, da gibt es eine Statue zum Speichern. Na, eigentlich würde ich sagen, meine lieben Leute, das war's für diesen Stream. Ich wollte schon sagen, Part. Jedenfalls, danke fürs Anschauen. Habt einen schönen Abend und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.